Gut, herzlich willkommen auch von Snowflake-Seite her. Es freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen als Premium Open Source Anbieter im Typo 3 Bereich. Wir möchten Ihnen heute ein spannendes Projekt präsentieren, welches aufzeigt, wie wir innerhalb dieses Projektes für Rieter proprietäre kommerzielle Software mit Open Source Software verknüpft haben, gewinnbringend verknüpft haben. Und als erstes würde ich gerne Michel Gelin von Marketing Rieter einen Einblick über das Projekt geben aus Sicht des Kunden, bevor ich dann abschließend die technischen Details, Überlegungen noch etwas versuche zu erläutern. Vielen Dank, Arjan. Es freut mich sehr, dass ich hier aus Sicht der Kunden etwas sagen darf. Ich arbeite bei der Firma Rieter im Marketing. Ich bin dort zuständig für die gesamte Produktkommunikation. Und wir sind ein global aufgestelltes Unternehmen. Das heißt, in jedem Handeln, alles, was wir tun, denken wir global. Kurz zum Ablauf. Zuerst ein paar Worte über Rieter. Dann, woher kommen wir eigentlich? Wie haben wir in der Vergangenheit gearbeitet? Welche Probleme hatten wir? Und was sind die Anforderungen, die wir an eine mögliche Lösung hatten? Dann möchte ich etwas konkreter werden und zur App kommen. Was sind so die Kernvorteile? Einerseits auf der User-Seite, wir arbeiten unsere Verkäufer damit. Andererseits aber auch auf der Seite vom Marketing. Was haben wir davon von Nutzen? Dann habe ich zwei Screenshots vorbereitet, um ein bisschen ein Gefühl zu geben, wie die Lösung ausschaut und was so die Grundfunktionalität sind. Rieter ist ein weltweit führender Anbieter von Spinnereimaschinen. Das heißt, wir machen die Produkte, die Baumwollfasern zum Garn verarbeiten. Das heißt, alle von Ihnen haben heute ziemlich sicher was an, was irgendwann mal im Kontakt von Rieter-Maschinen war. Wir haben 18 Produktionsstandorte weltweit verteilt und ca. 5000 Mitarbeiter. Im Marketing und im Verkauf sind wir auch global aufgestellt und das ist auch ein Teil des Problems. Wir haben Leute, die im Marketing in der Schweiz, in Tschechien, in Indien und China arbeiten und die eigentlich alle Inhalte zur Verfügung stellen oder zur Verfügung stellen können, die dann in den Verkaufskanälen weltweit einerseits durch die Rieter eigene Verkaufsmannschaft, andererseits aber auch durch Agenten, das heißt externe, weiter verarbeitet werden müssen und präsentiert werden gegenüber dem Kunden. Man sieht hier ein Bild von unserer Montage, das heißt, da fallen noch Späne, das ist so ein 200 Jahre altes Unternehmen, was aber High-End-Produkte macht. Und wenn man da ein bisschen zurückschaut, wie haben wir unsere Kunden überzeugt, wie haben wir sie informiert, dann war das ein bisschen weniger High-End. Wir haben nämlich angefangen mit gedruckten Ringbüchern, die noch in CorelDRAW gelayoutet wurden und dann verteilt wurden. Jetzt haben wir Leute auf der ganzen Welt, das war nicht ganz so einfach, aber früher hat man es so gemacht. Dann kam irgendwann das PowerPoint, wo dann jeder Product Manager seine Präsentation irgendwie dem Verkauf verteilte. Und da haben wir im Marketing gesagt, das kann es ja eigentlich nicht sein. Wir verlinken diese Produkte, Informationen, diese PowerPoint-Slides alle. Und das hat uns so ein Ungetüm gegeben, 2 GB groß. Die einzige Lösung, die es noch gab, das sinnvoll zu verteilen, war auf USB-Sticks. Weil das ist für einen Verkäufer ganz einfach. Er kriegt einen Stick, er steckt ihn ein und startet eigentlich das Index-File, sage ich mal. Das Defizit dieser Lösung mit diesem PowerPoint-Slide ist eigentlich, wir machen Content-Management mit Schreibblock. Also wir müssen alle Prozesse irgendwie mit Excel-Sheets abbilden und das ist eigentlich schlussendlich keine Lösung. Wir haben eine Verfügbarkeit global, die eigentlich nicht gegeben ist. Es geht vielleicht irgendwann jemand nach China, ja, nimm mal 10 Memory-Sticks mit. Dann, welcher Verkäufer hat überhaupt welchen Stand? Gibt es vielleicht eine Version 2, eine Version 3 und wir können nicht sicherstellen, dass die ganze Mannschaft den gleichen Stand hat.
dann Time to Market. Der Konkurrent macht einen Markteinstieg mit einem neuen Produkt und bis die eigene, also die Retail-Organisation informiert ist, vergehen mal 3 Monate. Das geht einfach nicht. Fehleranfälligkeit von PowerPoint. Wir wissen es alle, man kriegt eine PowerPoint vom Kollegen mit Links. Plötzlich funktionieren die Links nicht mehr. Die Videos spielen nicht mehr ab. Es ist einfach nicht eine zuverlässige Lösung. Wenn man so ein Tool beim Kunden verwenden will, dann muss es funktionieren, und zwar jederzeit. Corporate Design. Wir alle wissen, man kann in PowerPoint schön das Corporate Design führen. Man kann es aber auch komplett verwerfen, wenn man irgendwelche Konstrukte aufbaut. Also als zentrale Stelle, die für das Corporate Design eigentlich schauen sollte, hat man nicht viele Möglichkeiten, das zu steuern. Schlussendlich die Übersetzung. Wenn man bei Kunden punkten möchte, muss man auch in seiner Sprache reden. Und das ist zum Beispiel insbesondere in China ein Problem, wenn die Slides in Englisch sind. Die Leute verstehen das vielfach nicht. Dieses Bild hat mir sehr gut gefallen. Das ist die eierlegende Wollmilchsau. Das ist das, was die Leute vom Marketing und Verkauf wollen und mit denen sie dann auf die Suche nach einem Partner gehen. Und wir haben da mal ein paar Punkte aufgelistet, jetzt eigentlich als Folgerung der Defizite. Logisch erscheinen, die Mehrsprachigkeit, habe ich gesagt, die Verfügbarkeit und die Versionisierung. Dann, wie berichtigen wir unsere User? Sie wissen das alle, wir haben x verschiedene Passwörter und wir wissen sicher das, was wir gerade brauchen, dann nicht. Und bei unseren Verkäufern ist das auch so gewesen, dass sie da immer wieder ein Problem hatten. Also war eine Anforderung, dass wir, die Lösung muss LDAP-fähig sein, das heißt, unsere User werden über das LDAP angebunden. Dann verschiedene Berechtigungsstufen. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, wir haben auch Agenten. Unsere Agenten sind externe Personen, die kriegen nicht die gesamten Informationen, die kriegen nur das Wichtigste. Und dann haben wir innerhalb der Firma verschiedene Bereiche, die verschiedene Informationen benötigt. Dann der nächste Punkt ist die, im weitesten Sinne, die Distribution, die Synchronisation. Und da muss ich sagen, das haben wir lange etwas unterschätzt. In China und in Indien, an nicht gerade zentralen Stellen, sind die Internetverbindungen nach Europa dermaßen langsam, dass ich selber, obwohl ich ein halbes Jahr in Shanghai war, ich habe es dann erst geglaubt, als wir es dann erlebt haben. Und jeder, der hier mal Projekte hat in dieser Richtung, das ist ein Knackpunkt. Offline-Verfügbarkeit, sehr wichtig, weil in der Schweiz haben wir praktisch flächendeckend ein Netz, wo wir zugreifen können, Daten herunterladen können. Aber wenn man dann in Indien, in Bangladesch irgendwo mal ein paar hundert Kilometer weg ist, dann ist das einfach nicht mehr so. Das heißt, unsere Lösung muss offline funktionieren. Dann Monitoring, das ist das, was wir eigentlich von Seiten Marketing her gerne möchten. Wir möchten wissen, wie schnell verbreiten sich unsere Informationen. Gibt es Leute, die ein Problem haben mit ihrem iPad, die Informationen nicht runterladen können, oder sind die Verkäufer gar nicht am Updaten? Also wie können wir sicherstellen, dass wir wissen, was eigentlich in der Organisation draußen passiert? Einfach in der Anwendung, für Sie alle vermutlich, die in der IT arbeiten, ist es überhaupt kein Problem, so eine App zu bedienen. Aber es gibt immer noch viele Leute, die sind nicht damit groß geworden. Und ich wundere mich manchmal selber, woran die scheitern. Was für uns so logisch ist, ist für viele End-User nicht logisch. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt bei so einer Lösung. Und der letzte Punkt, die Flexibilität in der Wahl der Endgeräte, ist ein bisschen so der Bogen auch zu Open Source. Wir haben im Internetbereich seit vielen Jahren eine sehr gute Kooperation mit Snowflake. Wir hosten unsere ganze Webseite bei Snowflake und sie helfen uns auch in der Anpassung von Typo 3 etc. Und meine Idee war es dann relativ schnell,
dass wenn wir wegkommen von diesen einzelnen PowerPoint-Slides, dass wir zu einem Content-Management-System wollten. Und da eben gibt es Typo 3, da haben wir die User weltweit schon geschult. Das heißt, alle Leute, die mit Typo 3 arbeiten, die können eigentlich von heute Morgen ein anderes System bedienen. Und wenn wir auf die Web-Technologie setzen, sind wir eigentlich mehr oder weniger geräteunabhängig. Das heißt, die ganzen Inhalte sind auf einer Plattform, die komplett unabhängig ist von den Endgeräten. Mit diesen Anforderungen sind wir jetzt an Snowflake gegangen und haben uns auch einen Partner gesucht für die App-Entwicklung. Weil wir bei Retail iPads verwenden, war es klar, dass es auf das iPad kommt. Das war die Firma Dreipol, die uns hier unterstützt hat. Und die Lösung kann ich heute wirklich sagen, das ist des Verkäufers Liebling. Wenn das mal nicht geht, habe ich innerhalb 5 Minuten ein Telefon. Michel, schau mal, was geht da nicht, kannst du vorbeikommen. Also die arbeiten heute wirklich damit. Dieses Bild zeigt unsere Inder, die an der Messe hier das iPad einsetzen, um gegenüber dem Kunden zu argumentieren. Die Vorteile der Lösung, wie wir sie realisiert haben, ist, die App ist im App Store. Wir haben uns am Anfang überlegt, irgendwie mit Developer-Account irgendwie die Apps auf die iPads zu kriegen, aber wir haben dann gesagt, jeder User weiß, wie er sich Google Earth auf das iPad installieren kann, also weiß er auch, wie er die Reader-App installieren kann. Dann der zweite Punkt, das Passwort, habe ich bereits erwähnt, das kennen Sie alle, Sie können sich die App installieren mit dem bekannten Passwort einloggen. Dann Benachrichtigung bei App-Updates, das heißt, Sie müssen sich eigentlich nicht groß darum kümmern, wenn Sie in die App reinsteigen, dann sehen Sie gleich, ob es Update gibt. Und schlussendlich die Einfachheit für den Benutzer, mit 2 Klicks oder 2-mal Touchen können Sie eigentlich die Inhalte synchronisieren. Dann die Vorteile der Administration, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, das bestehende Wissen von Typo 3 können wir nutzen. Und in meiner Zeit, als ich in Shanghai war, habe ich eigentlich geholfen, dort die Marketingabteilung aufzubauen. Ich habe mir gedacht, diese Typo 3-Schulung, die möchte ich eigentlich nicht selber machen, da gibt es sicher Experten. Und ich habe innerhalb einer halben Stunde in Shanghai jemanden gefunden, der mir die Leute schulen kann. Das gleiche habe ich in Indien. Das heißt, durch das, dass wir auf so ein offenes System setzen, haben wir eigentlich Schulungsunterlagen in verschiedenen Sprachen weltweit verfügbar. Und wenn wir irgendwo mal was entwickeln können, können wir auf gewisse Ressourcen zurückgreifen. Bei den PowerPoint-Slides gibt es kein CMS, es gibt niemanden, der eine Version verwaltet. Es gibt auch niemanden, der Links prüft oder also diese Basic-Funktionalitäten. Es ist bekannt, dass Leute, die sich über digitales Bildmaterial nicht so bewusst sind, gerne mal Druckdaten in eine Präsentation reinbringen und dass die PowerPoint dann einfach explodiert. Dieses Problem haben wir nicht, wenn wir mit einem CMS arbeiten. Dann die Geschwindigkeit der Updates ist ein wesentlicher Punkt. Wir können mehr oder weniger von heute auf morgen das Wissen, was wir jetzt aus dem Markt haben, wieder in unsere Lösung bringen. Und es ist innerhalb kürzester Zeit verteilt und wir können die Verteilung messen. Wir wissen, die Verkäufer sind damit ausgerüstet. Der User-Status, wir haben eine Übersicht, wo ich genau sehe, die roten User, die hatten irgendein Problem bei der Synchronisation. Und meine Kollegen, je nachdem in Indien und China oder wo es dann die Leute betrifft, können den entsprechenden Personen anrufen und eigentlich Support leisten, bevor die überhaupt zu uns kommen. Also wir merken, wenn irgendwo was klemmt. Das sind so die Hauptvorteile. Und jetzt möchte ich hier kurz 2 Screenshots zeigen. Die Situation gibt es eigentlich nicht. Also normalerweise ist entweder das linke oder das rechte Fenster offen. Im linken Fenster sieht man, man kann die E-Mail-Adresse eingeben und das Passwort und kann sich dann einloggen. Und ab diesem Zeitpunkt hat man rechts die Möglichkeit, die Synchronisation zu starten. Das heißt wirklich mit 2 Klicks. Man wird dann hier informiert, wie weit die Synchronisation ist, wie viele Änderungen es gab. Es gäbe auch die Möglichkeit, das auf Autosync zu stellen. Das heißt, die User kriegen die Informationen laufend reingespielt. Ich empfehle das den Verkäufern jeweils nicht, weil dann wissen sie nicht so recht,
hat jetzt meine Argumentation gewechselt oder nicht. Und wenn es dann vom Kunden stehen, steht plötzlich was anderes da, ist es nicht so vorteilhaft. Etwas abgegraut im Hintergrund sieht man so eine sehr konventionelle Struktur. Wir haben eine Navigation und wir haben extra große so Icons gemacht, mit welchem der Kunde, respektive der Verkäufer, dann in die Präsentation einsteigen kann. Die Präsentation schaut eigentlich aus wie PowerPoint, nur ist sie halt intelligenter. Wir haben das ganze Template eigentlich anhand von unserem Template nachgebaut, weil wir so von der Darstellung einfach am besten klarkommen. Wir haben keine große Überraschung, dass etwas vom Platz her nicht reingeht. Und wir können natürlich jetzt auf Sachen wie automatische Inhaltsverzeichnisse zurückgreifen, die wir in PowerPoint nicht haben. Wir haben hier unten noch dieses C. Das ist eine Funktion, die dem Verkäufer erlaubt, content-sensitiv eigentlich weitere Informationen zu geben. Das heißt, C ist für uns Competition. Das heißt, wenn wir jetzt hier diese Lösung mit diesem speziellen Antrieb vorstellen, dann kann der Verkäufer auf C klicken und dann sieht er die Gegenargumentation gegen die Antriebe von der Konkurrenz. Und hier unten können ganz viele Icons, also es gibt verschiedene, es gibt auch zum Beispiel A für Animation. Das wäre mein Teil zu dieser Lösung. Adrian Christen wird Ihnen nun erklären, was da alles im Hintergrund geht. Und ich sage Ihnen, da geht einiges. Also hören Sie aufmerksam zu. Gut, vielen Dank. Gut, wir haben es gehört, diese eierlegende Wollmilchsau. Wenn ich das natürlich aus Technik anschaue, aus Sicht Technik etwas anschaue, dann gibt es da so Antworten wie Mehrsprachigkeit, die ich über das Typo 3 CMS bereits schon abgedeckt habe. Das ist jetzt nicht so das, was ich natürlich dann als Entwickler sage, da stürze ich mich drauf. Also es ist nicht das Fleisch am Knochen aus unserer Sicht. Ich möchte ganz kurz etwas über Snowflake erzählen. Also ganz kurz, wir sind eine Full-Service-Webagentur mit Standort Bern, Zürich und Luzern, rund 40 Mitarbeiter und wir beschäftigen uns mit Typo 3, Magento und Applikationsentwicklung, neben dem, dass wir auch Applikationen, die wir geschrieben haben, hosten, auch Applikationen, die Sie geschrieben haben, hosten wir. Gut, die Projektanforderungen, wir haben es gehört, sind, das wäre jetzt die Folie gewesen, sind eine eierlegende Wollmilchsau. Und wenn wir etwas das schärfen, das Bild, dann geht es im Grundsatz darum, dass wir Inhalte, die in einem CMS gepflegt werden, für eine iPad-Applikation an 230 Benutzer bereitstellen. Diese Bereitstellung muss sicher funktionieren, sicher nicht bloß im Sinne von Verschlüsselung, sondern auch sicher, dass die Konkurrenz keinen Zugriff hat. Da spielt dann die Anforderung LDAP eine wichtige Rolle, die wir implementiert haben. Es wäre dumm, wenn die Konkurrenz sehen könnte, was Ritter im Schild führt. Das heißt, das ist auch ein Aspekt der Sicherheit. Dann stabile Synchronisation. Wir haben es gesehen auf dem Printscreen. Die Applikation erlaubt es dem Sales Agent, zum Zeitpunkt, den er wählt, die neuesten Verkaufsinformationen zu beziehen. Und wie wir es auch gehört haben, ist es nicht immer so, dass diese Sales Agents in einem Gebiet unterwegs sind, wo es flächendeckende, gute Internetverbindungen gibt. Das heißt, es muss eine Synchronisation sein, die einen Unterbruch der Verbindung zulässt. Und da hatten wir auch die Herausforderung, dass es große Datenmengen waren, die wir zu synchronisieren hatten. Also da wäre es jetzt auch etwas der dumme Ansatz, zu sagen, okay, Synchronisation hat nicht funktioniert, ich beginne wieder bei Null. Das ist so die bei uns das Stichwort Delta-Synchronisation. Diese eierlegende Wollmilchsau, etwas geschärft. Wie kommen die Inhaltsdaten der Benutzergruppen verlustfrei vom Typo 3 CMS auf die iPad-App? Das ist das, was wir uns eigentlich mal überlegen mussten. Und es war uns relativ schnell klar, dass wir einen sehr konventionellen Ansatz fahren mussten, der sich ETL nennt, also Extract, Transform and Load. Wir extrahierten die relevanten Verkaufsinformationen aus dem Typo 3,
Das ist da links, Extraktion pro Benutzergruppe, Inhaltsdaten. Wir transformierten diese Inhaltsdaten, ich sage mal, in einem geringen Maß. Das waren kleine Eingriffe, die notwendig wurden. Und haben diese Inhaltsdaten dann in ein Versionierungssystem geladen. Weshalb haben wir das in ein Versionierungssystem überführt? Das ist genau die Anforderung, dass das Marketing Versionen bereitstellen kann und Sales Agents genau eine freigegebene Version beziehen können. Und diese Inhaltsdaten haben wir dann so bereitgestellt, dass sie eben als Delta-Synchronisation bezogen werden können. Und wenn wir das jetzt so in einem Überflug anschauen, da gibt es so gewisse Komponenten, die wir eingesetzt haben, wie Git, das dezentrale Versionierungssystem, das Sie vielleicht kennen. Ich habe das mal hier zusammengestellt, weil jetzt das ist eigentlich das Spannende in diesem Projekt war, wie Michel das eingeführt hat, die Verknüpfung von proprietärer kommerzieller Software, LDAP, links und rechts diese iPad-Applikation, die von unserem Partner Tripol gemacht wurde, also nicht von uns. Da im Mittelbereich haben wir, in diesem Mittenbereich haben wir genau Open-Source-Software, die wir versucht haben, schlau zu kombinieren. Also wir haben uns etwas Zeit genommen, bevor wir Hands-on gemacht haben und überlegt, wie können wir diese Anforderungen bestens optimal abdecken. Gibt es Tools? Gibt es Wege? Ja, es gibt es, diese gibt es, nämlich Git. Also Git war wirklich so, weshalb nehmen wir nicht ein Versionierungssystem, das es zulässt, Delta-Synchronisation zu machen, das auch weiß, für diesen Stand Software auf der iPad-Applikation oder auf diesen Stand der Inhaltsdaten habe ich im Vergleich zum System Typ 3 diese Änderungen zu beziehen. Also wir machen hier keinen ganz Full-Synchronisation, sondern wirklich partiziell und Delta-basiert. Und das ist eigentlich so, das war so das Aha-Erlebnis unsererseits, dass wir sagen, okay, wir nutzen bestehende Software Git, Open Source. Wir haben uns da vielleicht noch etwas wenig Gedanken hinsichtlich Lizenzierungen gemacht, aber wir sind da wenigstens intern, wir sind dann bloß intern, wir verkaufen das ja noch nicht als Produkt. Also ich denke, wir sind da im grünen Bereich, oder? Also ich gehe jetzt über die Straße. Gut, vielleicht als Überblick verwendete Systeme und Technologien. Ich habe es hier versucht einfach mal zu listen, so auch wenn Sie diese Slides runterladen, dass Sie sehen, mit was wir gearbeitet haben. Serviceorientierte Architektur, ein Stichwort. Extract, Transform, Load, ein Stichwort. REST Web Services, also diese iPad-App ist über REST Services ans Versionierungssystem angebunden. Und wir hatten natürlich die Aufgabe, ein Process Queuing zu implementieren. Ich habe mich da schwer getan, einen Fachbegriff zu finden, aber so Dispatcher, wenn Sie möchten, oder wir nannten es The Brain. Dann Systeme, die zum Einsatz kommen, sind Nginx Webserver, dann Typo 3 CMS, Git und Silex, ein Micro-Framework zur Entwicklung der Applikation, basierend auf Symfony 2. Technologisch PHP als Entwicklungssprache, objektorientiert. Und natürlich für die Verschlüsselung der Kommunikation HTTPS, TLS. Einen Überblick noch über die Kennzahlen ist vielleicht auch interessant, also wenn Sie damit spekulieren, eine solche Applikation bei uns in Auftrag zu geben. Wir hatten, die Anforderungen brachten es mit, 230 Apple iPads zu bedienen mit Informationen. Diese sind etwa in 15 Benutzergruppen organisiert. Also ich nehme an, Benutzergruppen sind so Verkaufsregionen. Verkauf, oder es gibt auch noch Product Management, Marketing. Ja. Wir haben dieses Projekt anhand der agilen Entwicklungsmethode Scrum realisiert. Ich weiß nicht, wie bekannt Ihnen das ist. Da haben wir 6 Sprints drauf, oder haben wir benötigt, um dieses
Projekte zu realisieren. Total sind es etwa 1300 Entwicklungsstunden, die geleistet wurden von Dreipol und Snowflake zusammen. Dreipol, die Agentur, die die iPad-App entwickelt hat. Das sind so einige Kennzahlen, es gäbe noch mehr, aber Sie können mich dann über Mittag ja belästigen. Nein, Fragen. Gut, Fragen, genau. Gibt es Ihrerseits Fragen? Ja, gerne. Vielleicht können Sie einen kleinen Widerspruch klären. Sie haben gesagt, es muss offline verfügbar sein. Und gleichzeitig sagen Sie, benutzt Authentifikation über LDAP und ein Monitoring von Ihrer Seite aus. Ja. Wie viel da zusammen? Das ist kein Widerspruch, es sind zwei verschiedene Zustände. Also mit Offline-Benutzbarkeit geht es darum, dass die Applikation Inhaltsdaten auch im Offline-Zustand präsentieren kann. Es wäre auch möglich gewesen, eine mobile Applikation in HTML5 zu schreiben, die einfach immer eine Internetverbindung voraussetzt. Das geht nicht. Das ist war der Use Case. Was Sie natürlich offline schlecht können, ist synchronisieren. Synchronisation basiert aber auf einer Authentifikation, die vorgeschaltet ist. Und diese hinterlegen Sie ja auf dem Gerät. Und da ist klar, da brauchen Sie dann eine Online-Verbindung. Also der Use Case geht zum Beispiel von dieser Situation aus, dass der Sales Agent weiß, morgen gehe ich zu einem Kunden in China, irgendwo etwas mehr auf dem Lande. Aktuell bin ich in einem Hotel mit guter Internetverbindung. Vielleicht wäre es angebracht, die Verkaufsunterlagen hier im Hotel aufzufrischen, bevor ich zum Kunden fahre. Und beim Kunden kann er dann unabhängig vom Netzwerk agieren. Aber ich kann Sie hier vielleicht noch einhaken. Wir haben uns auch überlegt, was passiert. Der Mitarbeiter verlässt die Firma, ist dann plötzlich offline. Wir löschen ihn aus dem LDAP und er hat die Informationen trotzdem noch auf dem iPad. Und das haben wir jetzt nicht, ist eigentlich Snowflake nicht betroffen, das haben wir auf seitens App gelöst. Das heißt, wenn die Person eine gewisse Anzahl Tage nicht mit dem Internet verbunden ist, werden die Inhalte komplett gesperrt. Und sie muss dann wieder ans Internet, um sich verifizieren, und dann sind die Inhalte wieder freigeschaltet. Das haben wir eigentlich so gelöst. War das Ihre Frage? Genau. Gut, danke. Gerne, ja. Wie organisiert man eigentlich den Upgrade von OS auf dem iPad, wenn das direkten Einfluss auf eure Apps hat? Das ist eine gute Frage. Also jetzt bei iOS 8 war das kein Problem. Und was meine Anforderung auch war an die Entwicklung von der App, ich habe gesagt, ich möchte, dass wirklich die Standards eingehalten werden, die Apple quasi setzt. Und logischerweise kann ich das nicht nachvollziehen, aber ich glaube, wir haben dann Partner, die das wirklich im Griff haben. Und ist klar, es gibt so eine Versionenplanung, die wir machen müssen. Und die Entwickler werden ja auch von Apple früher schon informiert über das, was dann kommt. Aber ist klar, ist ein kritischer Punkt. Ja. Was mich eigentlich interessiert, ist der Anfang, schauen Sie, das Endgerät sollte frei sein. Das ist absolut, ja, das ist absolut richtig. Das iPad ist eigentlich wie ein Reader, oder? Und alles andere, ich meine, 3/4 der Lösungen sind eigentlich nicht auf dem iPad. Und als Firma, wir sind ja nicht so, dass wir diese Lösung verkaufen, sondern wir haben unsere Infrastruktur, die kennen wir. Die ist momentan auf iPad. Wenn jetzt aber jemand kommt, vielleicht wechselt der IT-Chef und dann kommt er mit Windows-Lösungen, dann müssen wir einfach diese App anpassen und den Rest können wir übernehmen. Das ist die Überlegung. Ja. Gut. Wenn keine weiteren Fragen sind, Gabriela. Vielen Dank.